Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe wieder die Nina Herzberg hier, Channel Medium. Und wir hatten schon mal ein interessantes Gespräch und es sind Fragen aufgekommen. Wir haben auch beide selber gemerkt, Mensch, wir hatten noch ganz viel zu besprechen. Ihr habt uns eure Wünsche und Fragen reingeschickt. Und dazu gibt es heute eine weitere Sendung für euch. Hallo Nina. Hallo, vielen Dank für deine Einladung und ja, schön, dass wir einen zweiten Teil dazu drehen dürfen. Mir hat es letztes Mal schon sehr viel Spaß gemacht und ich hatte auch das Gefühl, als ob wir wirklich von A nach B nach Z kommen und eigentlich noch keinen runden Abschluss hatten. Und daher umso schöner, dass wir eine Fortsetzung heute machen. Genau, aber das ist auch wirklich gefährlich, weil es tun sich dann schon wieder neue Themen auf und wahrscheinlich kriegen wir nie ein Ende hin. Aber es ist ja manchmal auch gut. Die offenen Enden, die regen dann zum Selberdenken an, oder? Das stimmt. Ja, ich weiß bei meinen Videos auch ganz oft, dass mir im Nachhinein dann Dinge einfallen, wo ich denke, ach, da wollte ich doch noch drauf eingehen, habe ich völlig vergessen. Und das merken dann aber die Menschen natürlich auch und schreiben genau diese Kommentare dann drunter. Und ganz oft sage ich, ach ja, ich mache noch ein Video dazu. Und das ist fortlaufend immer weiter. Aber wir entwickeln uns ja auch immer weiter und es kommen immer neue Themen. Daher ist das ja auch schön, wenn wir eigentlich keinen Abschluss haben. Ja, ganz genau. Und da warten so viele Geschenke überall auf uns. Und wir sind alle verbunden, wir sind alle eins. Es ergibt sich immer das richtige Thema zum richtigen Zeitpunkt. Und heute möchten wir uns und euch einfach beschenken mit ein paar neuen Themeninhalten. Und ja, worauf wir uns jetzt so ein bisschen geeinigt haben, war, dass wir mal mit dem Thema Spiritualität im Alltag anfangen. Da sind einfach Fragen von euch reingekommen, wie wir das so angehen, denn wir stehen ja voll im Leben. Ja, es ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag in irgendeinem schönen, ruhigen Raum sitzen können oder in einer Höhle und haben da unsere Jünger, die uns versorgen, sondern wir leben ein, in Anführungszeichen, ganz normales Leben mit Kindern, mit Beziehungen, mit Freundschaften, mit Schule, mit Kindergarten, mit Einkaufen gehen in Corona-Zeiten, mit Arbeit. Drum und dran, wir gehen unserer Selbstständigkeit nach und natürlich ist da, ja, wenn man es so betrachtet, natürlich schon alles spirituell, aber tagesaktuell auch vieles, was einem sehr unspirituell erscheint. Und eure Frage war so, wie gehen wir denn dann damit um, wenn wir auf der einen Seite ja diese wirklich sehr hohen Ebenen auch gerne bedienen, gerne mit der geistigen Welt immer in Dialog sind und auf der anderen Seite aber ja auch schon alleine bedingt durch diesen ganzen Alltag, auch mit anderen Eltern, mit anderen Menschen oder im Freundeskreis mit Menschen zusammentreffen, die die Dinge vielleicht völlig anders sehen als wir. Nina, magst du beginnen? Wie gehst du denn damit um? Vielleicht gerade so im Freundeskreis, in der Schule, wenn die Menschen sagen, was machten die da? Ja, ich muss da kurz nochmal so ein bisschen ausholen, eigentlich so zu meinen Beginnzeiten, weil jetzt natürlich ja irgendwo mache ich das ja seit über 10 Jahren und da hat man sich ja so seinen Alltag auch so gebaut, dass es dem entspricht, was ich möchte und wie ich vom Herzen her leben will. Aber natürlich zu Beginn, wo ich die Ausbildung auch zum Medium gemacht habe und mich noch viel mehr mit diesen spirituellen Themen beschäftigt habe, war das ja auch so, dass ich das im Alltag ständig leben wollte, ständig mit Leuten darüber reden wollte, irgendwo auch meine Erkenntnisse meiner Kindheit und dem irgendwo, ja, die Kommunikation mit der geistigen Welt war für mich am Anfang mega faszinierend und ich wollte natürlich auch das in meinem Umfeld, in meinem Alltag mehr leben können. Und da war schon am Anfang, wenn du anfängst, irgendwo mehr auf deine Wahrheit zu hören, mehr dein Herz zu öffnen, dass du ständig dieses Konfliktpotenzial hatte ich da. Also ich bin dauernd mit Menschen aneinander geraten, habe gemerkt, dass ich viele Menschen in meinem Umfeld habe, die davon nichts hören wollen, die das als Humbug bezeichnen, als irgendwo, du bist Betrüger, du willst den Menschen nur das Geld aus der Tasche ziehen. Wo ich dann oft auch gesagt habe, ja, aber ich möchte dich doch gar nicht bekehren halt. Ja? Also ich möchte ja nur mich austauschen über die Themen. Und sobald du deine eigene Wahrheit beginnst zu leben, spiegelst du den Menschen natürlich auch ein Thema von sich selbst. Also ganz oft merkte ich auch, wenn ich mir dann die Aura derer angeguckt habe, dass die in eine Wut und in eine Abwehr gehen mir gegenüber, obwohl ich gar nichts für die wollte. Also ich habe nicht irgendwo denen Lebenstipps geben wollen oder ähnliches. Ich habe nur meine Erfahrungen berichtet und habe aber gemerkt, dass viele an ihre Grenzen kamen. Einfach dadurch, dass ich denen gespiegelt habe,
ich mache mich selbstständig, ich lebe das, was ich möchte, ich verändere meinen Alltag, ich kommuniziere mit der geistigen Welt, mir ging es besser, ich sah gesünder aus und so. Und das hat natürlich vielen im Freundes- und Bekanntenkreis ihr Thema gespiegelt. Sie haben selber ihre Wahrheit nicht leben können und haben sich durch mich angegriffen gefühlt. Oder ich hatte auch manche, die wirklich dann ja eher so missbräuchlich dann gesagt haben, oh, was sagst du denn dazu und dazu und dazu? Und die wollten ständig eigentlich nur mich als Medium buchen und nicht mehr irgendwo mich als Freundin haben. Also es gab ganz viele unterschiedliche Konstellationen, auch in der Familie. Manche Menschen wollten einfach darüber gar nichts hören. Und zu der Zeit waren meine Kinder sehr klein und da kam das auch mit diesem Thema Impfungen und solche Sachen auf, homöopathische Sachen. Wir haben angefangen, vegan zu leben oder vegetarisch irgendwo, wenn wir im Außen sind. Und wir haben sozusagen ganz viele Themen verändert auf einen Haufen. Und das hat natürlich alle im Umfeld überfordert. Und das war schon etwas, wo ich gemerkt habe, ich musste immer wieder bei mir ankommen und überlegen, ist es mir jetzt das wert, in eine Diskussion zu gehen? Ist mir die Freundschaft wert genug, dass wir vielleicht die Themen ausblenden können und einfach uns über andere Sachen unterhalten? Und ganz oft habe ich aber auch gemerkt, dass einfach uns nicht wirklich viel verbindet. Und dass einfach, wenn ich aber meine Wahrheit immer mehr lebe und nach außen bringe, dass ich mich von manchen Menschen auch verabschieden darf und dass ich andere Menschen ganz automatisch in mein Leben ziehe. Also es hat sich insgesamt halt mein Alltag schon verändert, was jetzt die Beziehungen im weitesten Sinne betrifft halt. Zum Glück war es im engsten Familienkreis immer, dass die Menschen gemerkt haben, mir tut es gut. Und wenn du mit der Liebe mit jemandem verbunden bist, dann ist es egal, ob du 100% die Meinung teilst, sondern wenn du spürst, dass der Mensch gesünder wird. Und ich war früher oft irgendwo psychisch, irgendwo ging es mir nicht gut. Ich hatte als Jugendliche Depressionen und Essstörungen. Und mich haben viele Freunde eben auch gesehen, dass es mir sehr schlecht ging in Zeiten. Und sie haben gesagt, also viele, die wirklich eng mit mir verbunden waren, haben gesagt, ist mir egal, was du da machst. Ich verstehe es nicht. Ich will davon auch gar nicht so viel hören. Aber dir tut es gut und das freut mich für dich. Und das finde ich das Schöne, wenn wirklich irgendwo man eng emotional mit jemandem verbunden ist und dem anderen sein Glück oder seine positive Lebensgestaltung wünschen kann, auch wenn es nicht die eigene vielleicht ist. Da war jetzt so viel. Da war es schon anstrengend. Wow. Wolltest du noch was sagen? Ich habe halt nur sagen, das war so der Beginn. Also da war es sehr anstrengend. Da war wirklich so, jeden Tag musste ich reflektieren, will ich das so, will ich das so? Und irgendwann hat sich das natürlich verallgemeinert oder irgendwo habe ich gemerkt, das tut mir gut, auch an Lebensmitteln halt. Am Anfang habe ich gemerkt, okay, das, was ich mir antue mit manchen Lebensmitteln, mit manchen Menschen, mit all dem irgendwo, wie ich lebe, tut mir eigentlich nicht wirklich gut. Und je gesünder man da mit seiner eigenen Spiritualität oder mit diesem eigenen, ich will mir was Gutes tun, ich möchte mein Leben gut leben können, je gesünder ich damit umgegangen bin, umso mehr hat sich das dann im Alltag auch verselbstständigt eigentlich. Ja, genau. Also da war jetzt so viel drin und ich habe mir gerade gedacht, ja, genau. Also wir könnten fast eins zu eins das auf meine Geschichte adaptieren. Deswegen erzähle ich da jetzt, wiederhole ich das alles gar nicht. Also bei mir ist es wirklich gleich. Ich habe da verschiedene Phasen auch durch. Manche Menschen sind gegangen, andere sind näher hergekommen dadurch. Manche begegnen dir verstört, weil sie vielleicht auch eine extrem christliche Erziehung haben, wo das dann als negativ beurteilt wird. Manche haben regelrecht Angst davor, wenn sich jemand spirituell betätigt. Andere denken vielleicht, dass man sich für was Besseres hält, weil man hier irgendwie Videos aufzeichnet oder sowas, ja auch in keinster Weise so ist. Das ist eher eine Mutprobe manchmal, ja, zu sagen, okay, komm, ich stelle mich mit meinem Thema hier hin, weil ich wirklich helfen und was bewirken möchte und in keiner Weise eine Selbstshow, Selbstdarstellershow oder so. Aber da gibt es eben schon viele Hürden. Und was mir eigentlich immer hilft, egal in welche Situation ich mit jemandem komme, ist dieses Wissen, der Mensch sieht am Ende immer sich selbst. Also egal, was jemand über dich denkt, er sieht es ja durch seine persönliche Weltbrille, durch seinen Filter durch und dieser Filter wirft ihn eigentlich immer auf sich selbst zurück. Das bedeutet, wir alle sind da in einem gemeinsamen Entwicklungsprozess drin. Und was ich einfach gemerkt habe, ist, wenn ich dazu gar nichts mehr spüre, egal, ob man mir was Positives oder Negatives oder wie auch immer sagt, eine Ungerechtigkeit oder ein Post kritisiert,
früher hat das irgendwie noch was mit mir gemacht. Da wollte ich vielleicht doch noch überzeugen, Recht haben oder dem Menschen dann auch helfen, was auch immer. Und inzwischen sage ich mir einfach, hey, das sind unterschiedliche Schwingungsebenen. Mit mir macht das gar nichts, gar nichts, weil ich weiß, der Mensch hat jetzt einfach mit sich zu tun, mit diesem Thema. Und das finde ich sehr befreiend. Also letztendlich geht es doch immer eigentlich um die eigene Schwingung. Ja, und da finde ich eben auch, also das kenne ich auch gut. Ich bin am Anfang auch auf jeden YouTube-Kommentar, bin ich total erstmal eingegangen, habe diskutiert und alles. Dann irgendwann kam die Phase, wo ich alle sofort gelöscht habe, weil ich nicht angegriffen werden wollte. Und weil ich das so wie gedacht habe, nee, auf meinem Kanal, warum pinkelst du mir jetzt auf meinen Kanal irgendwie gegen das Gartentor und so. Ne? Und dann habe ich irgendwann auch gemerkt, okay, das Thema ist bei mir durch. Also sobald du noch Wut, Trauer, Rechtfertigung dazu empfindest, ist noch ein Thema drin. Und das habe ich auch genommen, um zu gucken, warum macht es was noch mit mir? Habe ich ganz tief innen drin vielleicht das Gefühl, vielleicht hat er doch recht. Vielleicht bin ich doch noch nicht gut genug so, ja. Oder eben genau oft das, auch das Gegenteil, ja, dass ich das Gefühl hatte, irgendwo ich muss mich schützen vor den Leuten und ich darf nicht irgendwie, ich verliere meine Energie, meine positive Kraft, mir kann jemand was nehmen, ich fühle mich bedroht irgendwie. Ja. Und da war oft noch ein Thema drin. Und sobald es nicht mehr triggert, sobald du nicht mehr spürst, boah, ich bin jetzt wütend traurig, irgendwie so, ja, da ist das Thema dann verarbeitet erst eigentlich. Und dann natürlich kommen wir in Veränderungszeiten immer wieder an diese alten Themen und immer wieder darf noch irgendetwas heilen in uns allen darin. Ne? Also ja. Was ich eben spannend fand, so das mit mir persönlich, wenn da irgendjemand was hat oder mich kritisieren will, es kommt gar nicht oft vor. Also man sieht das ja auf meinen Videos, es ist wirklich selten, dass da mal was Negatives kommt. Aber da stehe ich ganz stabil, also das ist kein Thema. Und das mache ich auch schon bestimmt seit 15 Jahren, ja. Weil ich war immer oder schon lange ein bisschen anders. Ich hatte oft ein bisschen revolutionärere Gedanken oder habe hinter die Kulissen geblickt. Und das gepaart mit einer Ehrlichkeit, mit einer Direktheit, kommt bei vielen Menschen nicht so gut an. Und da bin ich natürlich schon in meiner Jugend durch Prozesse gelaufen, dass ich gesagt habe, okay, ich halte mich zurück, dann gefalle ich besser, dann bin ich angepasster, dann komme ich besser klar und dann wieder, nein, das geht nicht, das muss raus und dann justiert man an sich selbst irgendwie und versucht, das anders rüberzubringen, damit die Menschen nicht beleidigt, angegriffen, verletzt sind. Das möchte man ja auch gar nicht. Irgendwann habe ich wieder gesagt, nein, ich bin einfach so, es darf authentisch raus. Und wer nicht damit klarkommt, den ziehe ich jetzt am besten auch gar nicht mehr an. Also das, lange Rede, an dich, wenn du jetzt richtig fiese Kommentare auf YouTube kriegen würdest, würdest du sie zulassen oder löschst du die? Die Frage hat sich echt noch gar nie gestellt. Also ja. Also für mich ist das alles, um da vielleicht das gar nicht oberflächlich jetzt zu beantworten, sondern tiefer reinzugehen. Für mich ist das eine Frage der Schwingung. Also auch wie ich darauf reagiere, ob ich antworte oder nicht. Also da kommt ja auch mal was irgendwie, ach du mit deinem ESO-Zeug oder so, sowas kommt schon mal. Aber jetzt nichts richtig persönlich Angreifendes, das war noch nie dabei. Und manchmal merke ich, jemand hat was falsch verstanden, möchte es eigentlich verstehen und hat vielleicht jetzt aus der eigenen Frustration heraus, es nicht verstanden zu haben, noch was reingeschrieben. Und damit gehe ich dann so um, dass ich wirklich in die Erklärung gehe oder die Frage aufgreife, wie auch immer. Und ja, das fühlt sich ja auch anders an. Also da merkt man ja, dass die Menschen eigentlich wollen oder nichts dir wirklich persönlich Böses wollen. So, genau, ja? Obwohl es sich vielleicht auch manchmal erstmal so anhört. Und da hat sich dann wirklich auch schon mal jemand, einfach nur, weil ich freundlich geantwortet habe und die Frage erkannt habe, die darin verborgen war, wirklich dann auch entschuldigt und gesagt, das war ja ganz blöd von mir, was ich da geschrieben habe. Aber das brauche ich auch nicht, das ist mir egal. Wenn jetzt jemand aber sowas richtig Blödes schreiben würde, das ist für mich einfach auch eine Schwingungsebene, wo ich weiß, da komme ich gar nicht ran. Also da gibt es ja dieses schöne Zitat dazu,
Streite dich nicht mit einem Idioten, er zieht dich auf seine Ebene herunter und schlägt dich dort mit seinen eigenen Waffen. Das meine ich jetzt gar nicht respektlos, aber da ist wirklich was dran. Wir können immer versuchen hochzuziehen oder wir lassen uns darunter ziehen auf diese Ebene und dann haben wir aber uns auch so ein bisschen die Spielregeln dieser Ebene eingekauft und da möchte ich gar nicht mehr hin. Also das durchblicke ich in dem Moment und mache das auch nicht. Aber um auf meine Hauptstraße von vorhin zurückzukommen, also ich komme schon viele Jahre damit klar, wenn da nicht alles rund läuft oder wenn mich persönlich jemand jetzt gut oder nicht gut findet oder wie auch immer, das ist mir wurscht, ich weiß, wer ich bin und ich bin da in der Liebe und ich kann auch diese Menschen trotzdem lieben. Da bin ich sehr stolz drauf, das konnte ich nicht immer, das habe ich mir wirklich über die Jahre auch erarbeitet, diese höhere Ebene in jedem zu sehen, egal wo er sich gerade befindet. Denn ich sehe uns alle als göttliche Wesen, als Meister, die gerade einfach unterschiedliche Dinge erforschen. Fertig. Was für mich aber eine wirkliche Falle war, wo ich nochmal wie von vorne fast angefangen habe, war als meine Kinder ins Spiel kamen. Weil dann geht es ja auf einmal nicht mehr um dich selber. Du kannst jederzeit wegziehen, was weiß ich, deinen Freundeskreis wechseln, ist ja alles nicht so dramatisch, also da bin ich sehr frei, sondern du willst ja, dass deine Kinder irgendwo integriert sind, dass die eingeladen werden auf Geburtstagsfeste und so weiter, dass die einfach ein ganz normales Kinderleben auch führen dürfen. Und wenn da jetzt natürlich die Eltern dann argwöhnisch sind und misstrauisch und denken, was machen die denn zu Hause, wenn mein Kind dort ist? Oder du weißt nicht, was die Leute für Fantasien manchmal haben, aus ihrer eigenen Not heraus oder ihrer eigenen Unwissenheit oft heraus. Und das hat mich dann tatsächlich wieder zurückgeworfen in dieses, wie präsentiere ich mich oder uns jetzt positiv, damit das nicht komisch ankommt? Verstehe, was du meinst, ja. Ja, aber ich finde, es gehört trotzdem beides noch zusammen eigentlich. Irgendwo, wo, also meine Frage zielte eigentlich darauf hinaus, wo setzt du Grenzen und wo, also weißt du, wo lösche ich Kommentare und sage, hier ist eine Grenze, ich möchte gar nicht, dass das bei mir auf dem Feld steht oder so, weil ich die Schwingung gar nicht erwidern kann halt und auch nicht möchte und auch nicht möchte, dass ich darüber andere Leute anziehe, die dann auch wieder darunter beschissen kommentieren oder irgendwo da noch drauf einsteigen. Also ich lösche fiese Kommentare und habe mir darüber auch schon anhören müssen, natürlich, oh, du bist ja nicht kritikfähig oder ähnliches. Für mich hat es wirklich mit dieser Schwingung zu tun, dass ich sowas gar nicht bei mir, ich möchte sowas zu Hause nicht haben, ich möchte nicht, dass mir zu Hause jemand beleidigend wird. Ich möchte sowas in der Praxis nicht haben und auch nicht auf meinen YouTube-Kommentaren sozusagen. Aber wenn jemand höflich nachfragt, kommentiert oder negativ auch irgendwo im sachlichen Bereich, also diese Schwingung ist wirklich ganz entscheidend, finde ich. Und so ist es für mich aber auch im Bekannten- und Freundeskreis. Also ich bin niemand, der andere bekehren möchte oder der glaubt irgendwo, ich weiß alles so. Ja? Und ich muss auch nicht mit den Leuten über spirituelle Themen reden. Also gerade auch mit eben Eltern von Freunden von meinen Kindern, die haben ganz unterschiedlichen Freundeskreis. Und für mich ist es wichtig, dass, also mir ist der Beruf der Eltern ja auch wurscht halt, wo die arbeiten oder was auch immer, sondern ich möchte einfach, dass man höflich und freundlich miteinander umgeht. Ich habe zum Glück in dem Bereich jetzt mit den Kindern wenig Negatives erlebt. Vielleicht auch einfach, weil keiner es einem direkt sagt. Also bei mir, ich bin ja schon seit langem auf Facebook und überall unterwegs und hier auf dem Dorf oder in anderen umliegenden Dörfern wissen die Leute, glaube ich, schon, was ich beruflich mache, aber mich spricht halt keiner drauf an. Also die wollen das auch nicht wirklich wissen? Hast du das Gefühl, die reden dann trotzdem drüber hinter deinem Rücken oder hast du das Gefühl, das ist neutral, das interessiert dich? Es ist ganz unterschiedlich. Also manche habe ich dann mitgekriegt, dass dann Todesfälle in der Familie waren und die plötzlich meine Beiträge geliked haben. Also sobald sie im Thema dann waren, war plötzlich meine Beiträge eine Hilfe und ein Halt für die. Und vorher, wo sie selber mit Trauer nicht konfrontiert waren, haben sie damit einfach nicht umgehen können. Bei manchen weiß ich aus so Gruppen irgendwie, dass die schon auch über uns hinterm Rücken reden. Und das wird bestimmt auch nicht immer nur positiv sein, aber es betrifft mich nicht halt. Also mir ist das total egal. Und wenn jemand ein Thema mit mir hat, dann kann er es gerne mit mir klären. Aber ich empfinde es gar nicht als negative Schwingung mir gegenüber jetzt so. Also wenn ich jetzt durch einen Ort laufe, habe ich nie das Gefühl, dass ich irgendwo wirklich negative Energie mir gegenüber spüre. Aber wir haben halt auch schon immer ganz viele Freunde in ganz unterschiedlichen Bereichen gehabt. Also wir haben viele Jahre in München gewohnt, wir haben
in Mainz gewohnt und in Marburg und in verschiedenen Städten. Und wir haben überall Freundeskreise. Also ich bin auch nicht auf diese Dorfatmosphäre angewiesen. Und trotzdem natürlich ist es schön, wenn man irgendwo eingeladen mal wird oder wenn man sich irgendwo mal trifft oder irgendwie so. Aber ich selektiere das sehr stark. Also ich würde mit den Leuten, wo ich spüre, die können damit nicht umgehen, muss ich auch nicht über diese Themen reden. Und für mich ist es dann nicht unbedingt ein schlechterer Abend oder so. Wenn sie mich fragen, wie geht's dir denn? Dann bin ich aber auch ehrlich und sage, okay, das und das Thema beschäftigt mich gerade, auch wenn ich weiß, dass sie es nicht verstehen. Also ich finde, dieses sich selbst nicht verleugnen, wenn man gefragt wird, ehrlich zu sein, zu sich selber zu stehen, aber auch nicht jedem seine Meinung aufdrücken müssen. Das finde ich irgendwie ganz wichtig und es ist für mich auch der Schlüssel irgendwo zu guten Bekanntschaften oder Freundschaften, dass man schon auch selektieren darf. Also früher war es bei mir, als ich bin mit 5 Jahren Vegetarier geworden und ich habe die ganze Welt bekehren wollen. Ich habe jedem das erzählt und war richtig anstrengend. Meine Eltern fanden es so peinlich, mich manchmal mitzunehmen, weil ich jeden irgendwo darauf hingewiesen habe, dass das nicht richtig ist, Fleisch zu essen. Und so bin ich schon lange nicht mehr. Also da merke ich schon, dass wenn mich jemand fragt, ist das völlig in Ordnung, meine Meinung zu sagen oder auch zu sagen, wie es mir geht oder jetzt mit diesen Corona-Themen oder so. Ja, wenn mich jemand fragt, sage ich meine Meinung dazu. Aber ich muss das nicht jedem aufdrücken. Und ja, das sagst du. Da hast du ein paar ganz wichtige Dinge gerade gesagt. Und zwar zum einen dieses Vegetarisch, da wollte ich auch drauf eingehen. Und das ist ja bei uns auch so. Und es war auch ein spannender Prozess, als wir vegetarisch oder wir sind eigentlich von heute auf morgen vegan geworden. Das ist ja noch eine Ecke strenger. Manche kannten noch nicht mal den Begriff vor 10 Jahren oder 9 Jahren, als wir das durchgezogen haben. Und wir haben uns einfach gefreut, ja, über diese neue Lebensweise, über diese neue Klarheit und Fitness im Körper und so. Also ich habe so körperliche, wunderschöne Erfahrungen damit gemacht. Mein Bauch war so richtig glücklich. Also diese Glücksgefühle, die man sonst so nur mit Verliebtsein und so, die waren einfach so da, weil mein Verdauungssystem wahrscheinlich so glücklich war. Also es war einfach toll. Und weil ich natürlich nicht mehr gegen mich selbst gegangen bin, weil ich glaube, das geht den meisten Menschen so, dass sie eigentlich Fleisch nur essen können, wenn sie weggucken. Wenn man das unterdrückt und wenn man sich wirklich damit beschäftigt, was da passiert mit diesen Tieren, mit diesem ganzen Hintergrund, bis das Ding bei dir auf dem Teller liegt. Dann was du energetisch ja auch immer in deinen Körper ja auch lässt halt. Also genau. Ich glaube schon, dass der innere Konflikt ja auch rein energetisch nur ist, auch wenn es vom Kopf her für manche okay ist halt. Genau, das ist was, das musst du verdauen und das verdaust du mit dem Essen mit. Die Gedankenenergie, die Gefühlsenergie geht immer auch durch den Körper und durch alle Chakren und durch dein Verdauungssystem. Und ich sage den Leuten oft, du musst eigentlich gar nicht so viel an deinem Essen verändern. Du musst nur beim Essen andere Sachen denken oder mal die Klappe halten und einfach bewusst essen. Ja? Damit hängt auch viel zusammen. Jedenfalls bei uns war das damals so, dass wir dann die skurrile Erfahrung gemacht haben, dass die Fleischesser uns irgendwie immer so unterschwellig angegriffen haben. Kennst du das? Total, klar. Also das fand ich total erschreckend irgendwie, weil wir waren gar nicht die, die bekehren wollten. Wir haben das einfach für uns umgesetzt. Wir waren weiterhin bei diesen Grillpartys, wo eben 10 Fleischesser da waren und ihr Steak gefeiert haben. Und wir haben halt unsere Veggie-Burger dann gefeiert. Und es ist auch oft so, dass wir dann die Einzigen sind, die wirklich richtig Spaß an diesem Essen hatten, weil unseres wird immer was, während die anderen dann wieder sagen, ist zu trocken geworden oder muss noch mal drauf oder ist sehnig oder sonst irgendwas und eigentlich ja die Freude so richtig ausbleibt und dann haben sie immer irgendwie uns blöd angepöbelt und am Anfang wusste ich gar nicht, wie damit umgehen. Mit der Zeit habe ich schon erkannt, was da passiert, dass letztendlich, und das haben manche uns dann auch rückbestätigt, als wir darüber gesprochen haben, dass es eigentlich darum geht, du wirst mit deiner eigenen Schwäche, Kleinheit, Sünde, wie auch immer du es nennen willst, mit diesem Thema, das du dir nicht anschauen willst, wirst du ja konfrontiert durch jemanden, der das jetzt einfach ändert. Und wenn du es dir aber nicht anschauen willst und du willst es auch nicht ändern, dann musst du in die Projektion gehen und einen Schuldigen finden. Und das ist jetzt eben dieser Veganer mit seinem scheiß Veggie-Burger. Definitiv, ja, das kenne ich auch und war auch bei uns im Freundeskreis, als ich aufgehört habe zu rauchen zum Beispiel, war ich die Aussätzige, irgendwie als ob ich denen allen was antue damit,
dass ich nicht mehr rauche. Also es ist absurd, aber es ist genau dieser Spiegel halt, von dem ich auch vorher erzählt habe. Du hältst denen einen Spiegel vor, wenn du deine Wahrheit lebst. Und wenn du denen sozusagen zeigst, hey, du machst es eigentlich gerade nicht halt. Ja? Weil wenn sie damit total glücklich sind, es gibt ja Menschen, die sind damit auch total glücklich, Fleisch zu essen. So, ja? Und die essen es vielleicht auch bewusster oder kaufen ihr Fleisch irgendwo beim Bauern um die Ecke noch oder die sind ganz anders aufgewachsen auch mit dem halt. Und für die ist auf einer mentalen Ebene zumindest okay halt. Also da sind natürlich auch nochmal andere Sachen, die du trotzdem im System an Angst und an Medikamenten oder allem auf dich, also zu dir nimmst, aber die zumindest mental oder mit ihren Erziehungsansichten, mit ihren energetischen Sachen kein so ein großes Thema damit haben. Und da spürst du ja, dann ist es auch nicht so wichtig. Also die akzeptieren dich ja auch, wie du bist und wenn du deine Wahrheit lebst halt. Aber alle anderen kommen halt in Resonanz mit diesem Thema und mit sich selbst darin und ihren eigenen Schattenthemen eigentlich. Ne? Genau, und die werden nicht so gerne angeschaut. Und das erkläre ich auch immer gerne wieder mit dem. Du schwingst dann in dem Fall einfach höher, weil du deiner Energie folgst, deinem Weg folgst, dich von irgendwas, was dich belastet hat, befreist. Und der andere, der wird jetzt damit konfrontiert. Und eigentlich ist es die Einladung, komm doch hoch. Befrei dich doch auch, mach's doch auch. Das muss ja gar nicht vegan sein. Das kann ja sein, da wird was anderes getriggert. Das können ja ganz viele Themen sein, die da einfach jetzt rauskommen. Aber es geht einfach ja darum, da hat jemand ein Licht angeknipst und das blendet jetzt erstmal. Aber wir wissen alle, das Auge gewöhnt sich an so ein blendendes Licht. Und genauso sollte es eigentlich sein, dass derjenige dann hinschaut und sich traut und hochkommt. Aber die bequemere und gängige Methode ist es eben natürlich zu sagen, ich ziehe dich runter. Ich sage dir, wie blöd ich das finde, wie unsinnig das ist und dass du da aus dem falschen Dampfer bist und dass ja das Vegane total ungesund ist und so weiter und dass du einen Vitamin B12-Mangel kriegen wirst. Und dann soll das so laufen. Und da muss man wirklich auch stabil bleiben und durchschauen, was da abgeht. Was ich noch ganz wichtig da finde, ist, wie können wir den Leuten Tipps geben, sich selber auf das Level auch zu bringen? Also, weil ich finde, einerseits ist es natürlich solche Entscheidungen und so bewusste Sachen, also wo fühlst du, dass du dir eigentlich nicht gut tust vielleicht mit dem? Es muss ja nicht mal nur die Ernährung sein, sondern auch wirklich dein Alltag. Was ich auch eben oft spüre, ist, dass eben, wenn ich meine Berufung lebe, also als ich meinen Beruf wirklich als Hauptberuf gemacht habe und mein Mann aufgehört hat zu arbeiten, weil wir das als Business aufgezogen haben, dass das natürlich auch unglaublich dann ein Drama war bei uns erstmal im Bekanntenkreis halt. Wie kann man nur, ja, wie könnt ihr euch nur selbstständig machen mit so einem Schwachsinn in Anführungsstrichen, damit auch noch Geld verdienen? Und das waren natürlich auch die Themen der Leute. Du kannst doch nicht mit dem, was du liebst, erfolgreich sein halt. Und dass du da natürlich nochmal guckst, was macht dich eigentlich wirklich aus? Wo sind wirklich deine Ziele? Ich habe mich oft gefragt, wenn mir jetzt jemand irgendwie was 5 Millionen in die Hand geben würde, was würde ich machen? Was würde ich wirklich im Alltag von dem, was ich täglich mache, noch tun halt, wenn ich keine finanziellen Sorgen bis an mein Lebensende hätte halt. Und da ist mir dann klar geworden, dass ich immer noch schreiben würde, also dass Bücher schreiben, Blogs schreiben, Artikel schreiben, das ist, was ich liebe, was ich auch in meiner Freizeit tue, dass ich damit eigentlich Geld verdienen möchte, zumindest irgendwie so nebenbei. Dass ich immer mit der geistigen Welt kommuniziere, dass das für mich was Tägliches ist, wo ich auch immer gerne drüber rede, was ich nie richtig leid werde und wo ich das Gefühl hatte, okay, diese zwei Themen, damit muss ich beruflich was machen. Zumindest so ansatzweise. Dann kam Tierschutz ist immer noch was halt, was ich gerne irgendwann auch mehr noch leben möchte, weil ich das einfach liebe, das mache ich nur privat im Augenblick. Also es sind so, dass man sich wirklich mal fragt, was sind diese Herzensthemen, die du auch machen würdest, wenn du finanziell nichts bräuchtest. So. Ja, genau, das ist ganz wichtig. Also wir wurden ja auch nach dem Thema Lebensweg gefragt, so unsere Lebenswege, aber ich glaube, wenn wir das Fass aufmachen, schaffen wir es nicht, unter einer Stunde zu bleiben und müssen andere Themen weichen. Vielleicht machen wir dazu mal noch was extra. Ich finde es auch schön, dass wir nochmal kurz auf dieses Level-Ding eingehen, halt, was du im Alltag machst, damit du eigentlich, zieht dich runter. Also das passiert uns ja auch. Also ich sitze auch manchmal heulend da und denke, oh, die ganze Welt ist gegen mich und alles ist so schrecklich. Also ich bin nicht immer auf diesem Level. Ich glaube, man kann auch nicht immer auf einem Level sein, wo es dir immer nur gut geht oder so. Oder du immer klar und deine Wahrheit leben kannst. Ja, also mit den Tipps
Ich erkläre das bei mir in den Seminaren auch so mit dieser Schwingungsebene. Ich stelle mir vor, von mir aus, wir haben Ebenen zwischen 0 und 10. Ja, ist natürlich nur ein Konstrukt. 10 ist erleuchtet, super happy, alles perfekt. Und 0 ist hochdepressiv, du kriegst gar nichts hin, magst gar nicht da sein. Und viele machen die ganze Range durch. Viele sind ein halbes Leben nur in den unteren Bereichen. Und viele, denen geht es eigentlich immer recht gut. Und das liegt meiner Meinung nach einfach an der Vorbelastung. Ja? Jemand, der einfach viele negative Geschehnisse, viele traumatische Erfahrungen in seinem System hängen hat, aus dem jetzigen Leben, aber auch aus der Ahnenlinie und auch aus anderen Leben, die wir mitbringen hierher, der schwingt automatisch niedriger. Ich sehe das immer so bildlich wie eine Treppe. Ja? Du kommst mit hoher Energie zur Welt und dann kommen die Traumen und es geht immer weiter runter. Ja? Und je nachdem, wie viele Traumen da eben sind und auch reaktiviert wurden, wie gesagt, aus Ahnenreihe oder anderen Inkarnationen, umso mehr beutelt es dann einen irgendwann. Und man schwingt sich irgendwo auf so eine Grundschwingung ein, auf so eine Grundebene. Und darauf zielen wir auch mit Teki ab, auch in den Teki-Seminaren, dass wir eben diese Traumen transformieren und dadurch die Treppe wieder rückwärts hochgehen. Also dadurch wieder in die Schwingung kommen, die war, bevor dieses Trauma da war. Die Lehre nimmt uns keiner. Wir mussten das erleben, weil wir etwas draus gezogen haben, weil wir uns das so erschaffen haben auf höherer Ebene, weil es zu unserem Lebensweg gehört hat oder zu einer Verabredung mit einer anderen Seele, Karma, was auch immer. Aber es geht auch darum, dass wir als mächtige, souveräne, göttliche Schöpferwesen entscheiden dürfen, wählen dürfen, dass wir unsere Schwingung jetzt wieder erhöhen, dass wir den alten Ballast abwerfen, dass wir den lange genug mit herumgetragen haben. Also wie du sagst, es ist meiner Meinung nach zum einen eine Entscheidung zu sagen, stopp, so mache ich nicht weiter, ich wähle neu. Ich wähle jetzt Glück, Liebe, Frieden, Freiheit, glückliche Beziehungen, Fülle und ich gehe jetzt auch den Weg dahin, was auch immer mich das kostet. Und das meine ich nicht finanziell, sondern mehr energetisch. Denn manchmal geht man schon noch ein bisschen durch die Waschmaschine und den Trockner. Aber es lohnt sich einfach. Manchmal ist es ganz leicht, die Entwicklung, und manchmal schiebt es eben auch ein bisschen. Und darf man, so wie du sagst, einfach auch mal heulend im Eck sitzen oder mal einen Tag. Bei mir ist es eher so, dass ich sage, ich mag gerade gar nichts wissen. Ich mag jetzt meine Ruhe, bin dann nicht so gesprächig, brauche dann eher so einen Raum und eine Zeit für mich, bis sich alles in mir wieder neu sortiert hat, dass ich wieder kompatibel bin sozusagen. Aber es geht auch immer schneller. Also je mehr man an sich gearbeitet hat, umso mehr schwingt man sich auf einer neuen Grundebene ein. Und das ist dann eben irgendwann die 5, irgendwann die 7, irgendwann die 9. Und dann fällt man ja auch nicht mehr so hoch von unten. Ja? Wenn man die 10 dann erreicht durch irgendein tolles Erlebnis und man hat das Grundlevel 7 statt vorher 2, dann ist der Fall auch nicht mehr so tief. Und das ist so die schöne Erfahrung, finde ich. Also, dass ich habe wirklich da oben so eine kleine Welle und nicht so wie früher, bam, bam. Das war auch spannend, aber ich brauche es wirklich nicht mehr. Danke für die Erfahrung. Aber ich bin froh, dass es Vergangenheit ist. Ja? Und natürlich hat man da auch so ein paar Alltagstools. Also zum einen geht es um diese Traumtransformierung für mich ganz stark, auch im wirklich kleinen Bereich. Also ein Trauma ist nicht immer was Großes, Außerordentliches, sondern es können auch Kleinigkeiten sein, die da aber in uns einen Knoten hinterlassen haben, wo die Lebensenergie einfach nicht mehr frei fließen kann. Und dann gibt es aber auch so Alltagstools wie zum Beispiel, ich aktiviere gerne das Torusfeld, was mich dann einfach im Herzen zentriert, unglaublich energieunabhängig macht von außen, weil ich meine Energie dann konkret über Quelle und über Erde beziehe. Also wir machen dann so einen Kanal, das mache ich auch in den Seminaren mit den Menschen, dass man das selber lernt. Und das ist für mich eigentlich eines der wertvollsten Alltagstools, denn du wirst sofort energieunabhängig.
Also du machst diese Ego-Spielchen nicht mehr mit, dieses ich mache jetzt irgendwas, um dich zu ärgern, damit ich dann deine Energie kriege oder um dir zu gefallen, weil ich brauche deine Anerkennung. Das sind so viele Fallen im Alltag, die dann wirklich wegfallen und das kann man auch wirklich sehr, sehr bewusst erleben. Was hast denn du da für Tools, Nina? Wie machst du das? Ist ähnlich halt, also für mich hört sich das an wie meine Fokusmeditation einfach, wo ich irgendwo zentriert bei mir bleibe, mir bewusst mache eben, dass alles drumherum fliegen darf, so wie in einem Hurricane außerhalb von dem Auge des Hurricanes, also dass ich wirklich mir bewusst mache, dass meine Gedanken, aber auch Geräusche, Menschen und alles irgendwo im Außen mich nicht wirklich belastet oder nicht wirklich, oder ich entscheide, was ich wirklich zu mir lasse und ich eigentlich eben zentriert bei mir bleibe. Oft auch mit der geistigen Welt als Unterstützung noch Dinge, auch die ich selbst nicht gerade ändern kann, dass ich sie abgebe bewusst an die geistige Welt, so wie wenn ich ein Päckchen packe und das der geistigen Welt übergebe. Also so kurze Meditationen, die aber sehr kraftvoll sind, wenn man sie gut kennt halt, dann reicht es 2 Minuten einfach, um wieder bei sich anzukommen. Für mich ist es auch wichtig, wirklich diese eigene Schwingung zu erhöhen. Also das ist immer etwas, zentrieren, okay, sehr wichtig finde ich auch, gerade wenn es irgendwie schwierige Zeiten gibt. Aber eben, ich kam halt aus einer Schwingung so um die 1-2-Stufe oder so ungefähr halt mit meinen ganzen Traumata und allem. Natürlich diese Trauma-Auflösung war bei mir auch ein großer Baustein. Also das war wichtig, um nicht immer wieder da reinzufallen und nicht immer wieder in das Drama auch zu gehen. Aber ich finde es auch ganz wichtig, unser Energiesystem gewöhnt sich ja auch an einen Level. Also bei mir war es wirklich auch, dass ich das Gefühl hatte, diese 2, das war mein Normallevel. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es mir schlecht geht, sondern mein Energiesystem hat das als normal empfunden. Und es war etwas, wo ich gemerkt habe, da sind gewisse Hormone, gewisse Endorphine und alle möglichen Sachen sind auf diesem Level so gewesen, dass mein Körper das als Normalzustand empfunden hat. Und selbst wenn es mir mal gut ging, habe ich Sachen im Außen angezogen und projiziert, dass ich wieder auf das normale Level runtergegangen bin. Also ich hatte immer so das Gefühl, selbst wenn ich mal es besser ging, konnte ich das gar nicht halten, weil es sich irgendwie unnormal angefühlt hat. Kennen vielleicht auch manche Menschen dieses so, dass man dann denkt, ah, das kann ja nicht bleiben und wo ist jetzt, was passiert wieder als Schlechtes bestimmt jetzt, mir wird das nicht gegönnt auch oder irgendwie, man kann es eigentlich schon gar nicht genießen, wenn es einem gut geht. Genau, das meine ich genau mit diesem, du kommst ein Stück höher, aber du fällst immer wieder auf die Grundebene und deswegen ist es so wichtig, dass du die kontinuierlich erhöhst, genau, dass du eine andere Basis einfach hast. Dass du wirklich deinem Energiesystem lehrst, das ist jetzt das neue Level und das ist Normalzustand halt. Und dass eben das immer wieder, und es braucht halt eine tägliche Übung. Also ich habe wirklich dann am Anfang täglich irgendwo bewusst in meinen Körper gefühlt, bewusst meine Energie ausgeglichen und immer, also ich habe wirklich dieses Mindmovie mir gemacht. Also Mindmovie ist sowas wie ein Vision Board, wo man alle seine Ziele oder gute Energien draufklebt, beziehungsweise ich habe es als App eben als Video mir erstellt, wo ich Fotos irgendwo von Situationen, wo es mir richtig gut ging oder auch von Dingen, die ich eigentlich noch leben möchte in meinem Leben, die einfach eine hohe Energieschwingung für mich persönlich haben. Gemeinsam mit einer Musik, die eine hohe Energieschwingung für mich hat, mit Sätzen oder Worten, mit ich bin angekommen, ich fühle mich frei, ich fühle mich geborgen, ich lebe meine Vision. Also solche Headlines, solche Affirmationen. Und mir ein 5-Minuten-Video erstellt, was ich mir 2-mal am Tag, jeden Tag angeguckt habe. Und das war auch am Anfang, wo diese Corona-Krise und sowas anfing, dass ich damit extrem gearbeitet habe und dass ich wirklich gesagt habe, nein, ich bleibe bei dieser Energieschwingung. Ich lasse mich nicht durch irgendwas im Außen von meiner guten Schwingung abbringen, sozusagen. Ja? Und das heißt nicht, dass ich nicht auch mit Leuten diskutieren kann oder auch mal wütend bin oder auch Grenzen setze. Aber ich gehe immer wieder zurück zu dieser Energieschwingung, die mir gut tut und die für mich Gesundheit und Lebensfreude und Leichtigkeit eigentlich symbolisiert. So. Ja, und ich finde es auch ganz wichtig, dass wirklich jeder da seines findet. Also ich habe auch lange mit so Vision Boards oder auch mit meinem, ja, du sagst Mindmovie, für mich war das einfach so ein Feld, mein Feld, das ich mir erstellt habe für die Zukunft, wo das alles abgelaufen ist, was da drin ist. Das habe ich teilweise noch. Es hat sich aber auch verändert, dass ich irgendwie immer weniger Wünsche habe, weil ich mich so sehr in der Fülle fühle.
Und ich finde immer, also ich werde so oft gefragt von den Menschen auch, und deswegen möchte ich das hier vielleicht auch mal allgemein beantworten, zu verschiedensten Dingen. Ja, hilft mir dieses Buch? Hilft es mir, wenn ich täglich meditiere? Hilft mir diese CD, die ich da anhören kann? Was sagst du zum Schamanismus? Hilft mir das? Hilft mir dies? Hilft mir jenes? Meine Antwort ist ganz klar, es ist alles eine Frage der Schwingung. Denn diese Dinge haben alle eine Schwingung. Jede Heilmethode hat ihre Schwingung, jede Möglichkeit, jedes Tool hat seine eigene Schwingung, jedes Buch hat eine Schwingung. Und wenn du auf der 2 schwingst und das Buch hat die 3, nehmen wir einfach diese Skala wieder, ja? Dann hilft dir das. Wenn du aber schon auf der 5 schwingst, dann hilft dir das nicht. Dann zieht es dich eher runter oder es bleibt eben neutral. Und deswegen, es kann sein, dir haben mal Bücher geholfen, die würden dir heute nicht mehr helfen, weil heute hast du deine Schwingung erhöht. Also ich kann niemandem sagen, nimm dieses Buch oder das oder jenes. Ich verteile schon mal einen Buchtipp, wenn es sich stimmig anfühlt, aber nicht pauschal, weil jeder ist woanders und jeder ist in einer anderen Schwingung. Und es bringt manchmal auch nichts, wenn du das der höchsten Schwingung dann nimmst und du verstehst es noch gar nicht, sondern diese kleinen Etappen, die sind eigentlich der Schlüssel. Und ich finde es am besten, wenn man sich da wirklich von seiner Intuition leiten lässt und wenn man das Gefühl hat, dieses Seminar möchte ich jetzt machen, dieses Buch möchte ich lesen. Spür einfach rein, schwingt es höher als du oder nicht? Das ist immer so mein Tipp. Wenn der Autor höher schwingt, wenn das Buch höher schwingt, dann wird es dir vielleicht eine Etappe höher zu steigen weiterhelfen. Ansonsten wahrscheinlich nicht, dann spar dir die Zeit. Weil es gibt ganz viele wirklich tolle Bücher, tolle Seminare, tolle Menschen, die das geben. Wenn die aber schwingungsmäßig dir nichts mehr geben können, außer tollen Sätzen und tollen Formulierungen, dann war es für die Katz. Also spür immer rein. Meine Botschaft. Sehr schön. Ja, das finde ich auch. Was ich noch dazu kurz ergänzen will, nur einen Satz, dass dieses, wenn also gesagt hast, ja, fühl, ob es höher schwingt halt. Ich glaube, manche wissen nicht, wie sie das fühlen sollen. Für mich ist eine höhere Schwingung, löst bei mir Freude und Leichtigkeit aus. Das kann natürlich bei jemand anderem dann auch ein Angekommen oder ein Geborgenheit gefühlt sein halt. Je nachdem, was du auf der Suche bist oder was du gerade noch an Aufstiegsmöglichkeiten da in dem Bereich hast halt. Also löst es Freude aus, löst es Begeisterung aus. Dann ist es immer der richtige Weg. Also auch dieses Berufungsthema etc. halt. Macht nicht so viele Gedanken euch dazu, sondern fühlt sich das toll in dem Moment an. Es ist immer in diesem Moment richtig. So würde ich sagen. Ganz genau. Mein Lieblingssatz ist ja, auch wenn ich so in Sachen Lebensweg und so gefragt werde, wenn die Menschen fragen, Mensch, für was bin ich denn da? Was soll ich denn machen? Mein Job macht mir keinen Spaß mehr. Ich sage immer, folge deiner Freude. Ja. Das, was sich gut anfühlt, was sich leicht anfühlt, wofür du aufstehen möchtest. Und es ist vielleicht nicht direkt dann ab morgen zu verwirklichen. Vielleicht brauchst du ein paar Zwischenabschnitte, ein paar Verbindungsstücke noch in deinem Leben. Aber das ist es im Prinzip, wofür du losgehen solltest. Und vielleicht können wir da nochmal die Kurve zu den Kindern schlagen. Okay. Denn das ist schon ja auch für die Mütter eine große Herausforderung oder für Eltern allgemein. Da möchte ich die Väter gar nicht unterschlagen. Auf der einen Seite werden wir so vom Schulsystem her und so natürlich schon alle sehr auf Leistung getrimmt. Du musst abliefern. Das ist jetzt in Waldorfschulen ein bisschen anders, in alternativen Schulen als in den staatlichen. Aber grundsätzlich sind wir einfach in diesem System drin. Und auf der anderen Seite, je spiritueller man ausgerichtet ist, umso mehr möchte man natürlich, dass das Kind seinen eigenen Lebensplan erkennt und erfüllt. Wie schaffen wir diesen Spagat, Nina? Ja, ist manchmal schwierig, so empfinde ich es auch. Also ich finde schon, dass wir ganz bei den ganz Kleinen beginnen dürfen, einfach bevor es eigentlich in der Schule anfängt, kompliziert zu werden. Also ich habe einfach bei meinen Kindern sehr früh darauf geachtet, dass ich gefragt habe, wie fühlt sich das für dich an? Also wenn die gesagt haben, wenn es so ganz einfache Sachen waren, wie soll ich die Schuhe auswählen oder die? Meine Kinder waren immer entscheidungsunfähig und ich kenne das aus meiner Kindheit, ich auch. Und ich fand es dann immer schlimm, wenn mein Vater mich gedrängt hat, so jetzt treff mal eine Entscheidung, ist doch jetzt egal, nimm irgendwas oder so. Ja?
Und ich habe immer den Kindern gesagt, mach die Augen zu, nimm es in die Hand und fühl, wie sich's anfühlt, wenn es deins wäre. Und das fiel denen total leicht halt. Da musste man denen gar nicht erklären, wie sie fühlen sollen. Sie wussten es intuitiv, was richtig für die war, auch irgendwo. Ja, ich habe sie unterstützt darin. Einer wollte mal nicht auf den Geburtstag gehen und habe ich natürlich nachgefragt, ja, warum denn nicht? Ja, konnte mir keine Erklärung geben halt. Und dann habe ich aber nicht gesagt, du musst aber auf den Geburtstag, du bist eingeladen. Das ist ja peinlich, du kannst ja nicht einfach absagen, weil du nicht willst. Sondern ich habe gesagt, okay, wenn sich das gerade in dem Moment nicht stimmig fühlt, mir ist es zwar gerade ein bisschen unangenehm, ich verstehe aber, dass es sich gerade, dass du nicht hin willst halt. Egal aus welchem Grund, ich habe versucht, deren Meinung oder deren Gefühl zu unterstützen. Es gibt immer Dinge, die man machen muss, definitiv. Und habe aber da auch versucht, dann eben zu sagen, okay, ich verstehe, dass es gerade schwer für dich ist, aber wir machen das jetzt trotzdem. Wir müssen da hinfahren oder das und das ist es. Und ich habe immer erklärt, warum, was ist der Hintergrund. Ich habe nie gesagt, es ist einfach so. Sondern habe dann auch meine eigene Hilflosigkeit ausgedrückt. Habe gesagt, ich kann daran jetzt auch gerade nichts ändern. So ist das System. Ich finde auch manches blöd zum Beispiel. Und habe auch natürlich mich mit ganz vielen Themen einfach selbst beschäftigt, alternative Sachen gelesen, gerade was eben Kinderärzte und solche Dinge betraf. Habe mir einfach verschiedene Sachen angehört und angeguckt halt und meine Meinung mir darin gebildet. Und das dann auch nach außen selber dazu gestanden. Und wenn du selber zu etwas stehst, was vielleicht nicht gerade Mainstream ist, dann lernen die Kinder von dir ja auch. Also ich glaube, du musst den Kindern gegenüber noch nicht mal unbedingt jetzt Spiritualität lehren, sondern du musst sie einfach selber leben. Und dann ist es ganz natürlich, dass die Kinder auch da reinwachsen. Ich musste meinen Kindern nie erklären, dass man Tiere respektieren muss oder Tierschutz oder irgendwas. Damit sind die aufgewachsen. Für die ist das völlig normal. Und die finden es abnormal eher, dass es Menschen oder Kinder gibt, die Wespen quälen oder Ameisen töten oder irgendwie so Sachen. Ja, ich musste denen das nie erklären, sondern ich lebe es vor halt. Und natürlich, sobald du in die Schule kommst, bist du als Eltern an deine Grenzen gebracht. Und ich habe bei meinem ersten Sohn sehr, sehr viel Stress mit der Lehrerin gehabt, weil die wirklich die Kinder klein gemacht hat, runter gemacht hat. Und ich natürlich auch Fehler gemacht habe. Im Nachhinein, jetzt nach vielen Jahren und noch einem zweiten Kind in der Schule, hätte ich ihn sofort rausnehmen müssen. Aber damals war ich noch nicht so weit und habe immer auch gedacht, ach ja, der muss ich noch anpassen und der das wird schon noch und so. Bis er irgendwann Nervenzusammenbruch hatte mit 10 Jahren halt. Und das war für mich auch dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt Dinge, wo ich auch Grenzen setzen muss. Aber das sollte erst der letzte Schritt dann eben sein, sondern eigentlich, ich glaube, die Kinder stark machen, schon vor der Schule oder auch in der Freizeit bei ihrer Meinung zu bleiben oder in ihrem Gefühl bleiben zu dürfen und das auch verkörpern zu dürfen. So. Ja, und auch wirklich diese Einzigartigkeit jedes Wesens wertzuschätzen. Also ich habe einfach meine Kinder von Anfang an als vollkommene Wesen angesehen, mit einem großen Respekt. Also ich habe so Kleinigkeiten einfach verfolgt, wie eben auch, wie du sagst, sie zu fragen, was möchtest denn du, was fühlt sich denn für dich richtig an? Ich habe auch in einem Alter, wo die noch gar nicht jedes Wort verstanden haben, wenn ich irgendwas zu, in Anführungszeichen, schimpfen hatte, ich bin immer auf Augenhöhe zu denen runtergekniet und ich habe erklärt, warum nicht. Auch wenn mir bewusst war, die verstehen vielleicht gar nicht alles, aber sie verstehen, dass ich sie wertschätze, indem ich nicht einfach nur über sie bestimme und sage nein und weg da, sondern indem ich erkläre, warum. Das hat eine völlig andere Energie und dieser Respekt, diese Wertschätzung schon sehr kleinen Kindern gegenüber, finde ich sehr wichtig und auch, dass wir erkennen, so wie das vor ein paar Generationen noch gar nicht gängig war, da ist man ja davon ausgegangen, das Gehirn ist noch nicht so entwickelt, also sind die dümmer als die Erwachsenen. Ich gehe davon aus, sie sind viel, viel weiser, weil sie noch gar nicht so sehr von diesen ganzen Systemen hier programmiert wurden. Und wir müssen gar nicht so viel tun, um sie in der Spiritualität irgendwie zu festigen. Denn ich bin der Meinung, die sind spirituell, wir sind alle göttliche spirituelle Wesen. Wir müssen nur gucken, dass wir es ihnen nicht aberziehen oder dass es ihnen nicht aberzogen wird, weil also mir ist es so passiert. Ja, ich war als Kind sehr offen spirituell, habe viel wahrgenommen und so weiter, aber das wurde nicht beachtet, nicht anerkannt. Da lächelt man dann drüber und ja, du spinnst mal wieder oder du mit deinen Fantasien.
das wird einfach nicht ernst genommen und dann verliert man das. Es ist ja nicht alltagstauglich, was soll ich damit? Da gehen wir ökonomisch vor irgendwo. Und wenn wir da wirklich den Kindern einfach diese Welt erhalten, und es ist wirklich manchmal mit Kleinigkeiten der Fall. Also ich mache zum Beispiel gerne mit meinen Kindern so die Quantenfelder. Kling dich doch da mal aus, wenn dich das ärgert, und kling dich in was anderes ein. In was würdest du dich denn gerne einklinken? Mit welchem Feld wärst du denn gerne verbunden? Und das machen die total gerne, egal ob es dann darum geht, im Kniffel zu gewinnen oder heute im Fußball ein Tor zu schießen oder auch eine Stimmung zu verändern. Das können die so spielerisch machen. Und es geht ja gar nicht immer um das Feld oder um das, was wir in dem Moment konkret tun, sondern die Botschaft, die darüber steht, ist, da gibt es viele Dinge im Feinstofflichen, die siehst du mit deinen körperlichen Augen nicht, die sehen auch andere nicht, aber mit denen kannst du wirken und die verändern etwas. Ja, ja, sehr schön. Und ich finde auch gerade eben dadurch, dass du selber lebst, lebst du den Kindern ja was vor. Also es heißt ja auch, irgendwo, dass du Grenzen setzen darfst halt. Wenn du erklärst, warum, wo deine Grenze hier ist, oder wir haben halt, bei mir sind beide in der Pubertät jetzt, also die möchten von so Quantenfeldern und all dem gar nichts wissen eigentlich. Aber es geht vielmehr um dieses so Grenzen austesten und wie viel Taschengeld, wie lange weggehen und solche Sachen. Und wenn ich aber erkläre, hier ist meine Grenze, hey, du bist mein erstes Kind, du wirst 15, natürlich muss ich auch irgendwo auf dich zukommen und dir mehr Freiheiten erlauben, aber ich habe gerade in dem und dem Bereich Angst und lass uns doch bitte jetzt erstmal das testen, wenn du abends mit dem Bus und Zug und sowas unterwegs bist und vielleicht ändere ich dann meine Meinung und lass dich dann auch bis um 10 abends weggehen, aber bitte erstmal um 9 zu Hause sein, weil ich möchte das erstmal selber lernen müssen, so, ja. Und dann war es okay. Wenn ich jetzt gesagt hätte, nein, bist du um 9 zu Hause, dann wäre das eine riesen Diskussion gewesen und ein Drama und so. So war er natürlich genervt wieder von mir, aber er hat gesagt, okay, ich verstehe es. Und das eben so, weißt du, also ich setze Grenzen, aber ich achte bei mir darauf, was macht es mit mir gerade, und ich nehme mich darin ernst. Und dadurch lerne ich ja den Kindern auch, das bitte auch für sich zu tun. Das finde ich irgendwie gerade so, wenn die erwachsen werden und man selber da ja Grenzen, also es ist anstrengend halt, ne? Und dass man da ehrlich zu sich selbst auch sein darf. Ja, und auch, also ich erlebe auch immer wieder, dass diese Verantwortungskreise einfach auch nicht respektiert werden. Also schon bei kleinen Kindern, auch bei älteren Kindern. Ich stelle mir das immer so vor, jeder hat seinen Kreis der Verantwortung und der sollte respektiert werden. Die sollten sich nicht zu sehr überschneiden, weil sonst nehmen wir dem anderen ja immer auch Kraft und suggerieren ihm, schau mal, ich mache das für dich, ich entscheide das für dich, weil ich traue es dir nicht zu. Das schwächt den anderen und wir ziehen uns immer Fremdenergien rein und haben die dann mit uns rumzutragen, die uns aber gar nicht viel bringen, die nicht für uns da waren. Ja? Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, Eltern, dass man immer wieder reinspürt, was kann mein Kind jetzt schon wieder alleine? Wo kann ich mich wieder ein Stück rausnehmen? Soll ich mich auch ein Stück rausnehmen? Weil das funktioniert jetzt schon so. Da muss man ja wirklich, wenn du ein Baby kriegst, du bist voll verantwortlich für alles. Und dann kann es auf einmal laufen, geht alleine zur Toilette, steigt alleine aus dem Auto ein und aus, fährt auf einmal mit dem Fahrrad allein zu einem Freund irgendwo in der Nähe. Ja, es wird immer mehr und es ist eigentlich ein ständiges Loslassen und ein sich fast wöchentlich, monatlich auf was Neues einstellen. Da darf man wirklich lernen, auch selber flexibel zu bleiben und immer bewusst zu bleiben mit dieser Situation. Und ich glaube, das spüren die auch wieder. Die spüren, oder die, gerade deswegen ist, glaube ich, auch die Pubertät bei vielen so schwierig, weil die Kinder dann spüren, du bist in meinem Verantwortungsbereich drin, du schummelst dich hier rein, du suggerierst mir, dass du mich noch nicht für weit genug hältst und ich will das nicht und deswegen rebelliere ich. Und da muss man einfach auch energetisch gucken, was da passiert und das positiv verändern. Aber das Schöne ist, gerade auch die sensitiven Kinder, die spiegeln dir das sofort. Also schon ab einem Alter von 2, 3 Jahren, sobald die in eine Wut gehen halt. Also ich hatte ganz oft irgendwie, also mein Sohn hatte mit 3 Jahren immer Wutanfälle und ich habe dann immer geguckt, okay, wann ist es? Und er hat genau gemerkt, hier ist irgendwie der Opa oder irgendwie so, der will mir die Jacke anziehen und eigentlich will ich das nicht halt. Und immer dieses so, also die spiegeln dir das sofort und häufig durch eben Abwehr oder durch etwas, wo du denkst, oh, warum regt er sich denn jetzt so auf? Oder viele Eltern nehmen es dann persönlich
Und eigentlich ist es ein sensitives Kind, was dir zeigt, hey, da ist eine Grenze gerade. Du musst es mir anders erklären oder eben, hey, komm mir nicht zu nah in diesen Bereich. Und das finde ich ganz wichtig, da in, ja, wirklich auch zu gucken, was ist deine Intention dahinter? Ist das jetzt so wichtig gerade? Ist das was Lebensnotwendiges irgendwo, wo du wirklich auch darauf bestehen musst, dass er nicht auf die Straße rennt oder irgendwie so? Oder ist es, dass ich gerade meine Macht demonstrieren möchte oder meine, mein Kind muss mal sich schnell anziehen oder irgendwie so? Das ist mit sensitiven Kindern funktioniert das nicht. Und die spiegeln dir sofort deine eigene Unfähigkeit, dein eigenes Thema. Und du musst da an deinen Themen dann irgendwo ja, die ansehen, um dann wirklich ein gutes Miteinander langfristig auch zu haben. Oh, sehr, ja, sehr spannendes Thema. Kann man, glaube ich, ewig, ja, noch erweitern oder ausführen. So, ja. Ja, ich habe gerade so ein paar Situationen vor meinem inneren Auge, während du das erzählst. So vor allem dieses, ich bin heute eigentlich für mein Kind da, aber ich habe so viel im Kopf, was ich in meinem Buch schreibe oder der nächste Artikel oder ich habe nachher noch eine Behandlung, da will ich mich drauf vorbereiten, wie auch immer. Und das Kind macht da nicht mit. Und du wirst ungeduldiger und ungeduldiger und letztendlich geht es einfach darum, dass das Kind fordert, jetzt bist du bei mir, also hab jetzt auch deine Energie und Aufmerksamkeit bei mir. Und den Rest kannst du nachher machen, wenn du sowieso von mir weg bist. Da muss ich ja sowieso schon auf dich verzichten. Und ich will hier nicht nur einen Körper haben von der Mama, sondern ich will die Mama da haben. Ja, die spüren sofort die Schieflage. Also Kinder irgendwo spiegeln dir immer dein Thema oder wenn irgendwas nicht stimmig ist von deiner Energie halt. Die spüren die Energien ja und diese Schwingungen sofort. Und du merkst es immer an deinem Kind, was am Tag heute los war oder ob du bei dir geblieben bist oder ob du irgendwo nicht klar warst oder so. Das kannst du meistens an deinen sensitiven Kindern ablesen. Ne? Absolut. Wir wollten ja so langsam zum Ende kommen, Nina, aber ich höre schon eine Frage, die bestimmt noch kommt, deswegen machen wir die vielleicht noch. Und zwar, wenn wir jetzt schon über diese vegan-vegetarische Ernährung gesprochen haben, wie gehst du da mit den Kindern damit um? Essen die da alles, was du denen vorsetzt? Sollen die das essen? Dürfen die auch was anderes essen? Wollen die was anderes essen? Also bei mir fing es eben mit 5 Jahren an, dass ich einfach nicht mehr es als stimmig empfunden habe, Tiere zu essen, weil ich dann nachgefragt habe, eben was ist das? Und habe eben mein ganzes Leben eigentlich vegetarisch gelebt, aber nie vegan. Und mein Mann ist auch, also er isst zwar Fisch, aber kein Fleisch. Also dieses Fleischthema war bei uns eigentlich nie Thema. Und natürlich beim ersten Kind wurde mir vom Kinderarzt noch gesagt, wir müssen Fleisch zufüttern. Und ich habe dann irgendwie, als er dann klein war, dann so mit Gläschen angefangen, mit Fleisch drin halt. Und er hat es immer ausgespuckt. Ich hatte auch das Gefühl, als ob der das nie irgendwie mochte oder irgendwas. Und der ist jetzt immer noch genauso. Also der würde nie Fleisch anrühren und der braucht das nicht halt. Aber wir haben natürlich ein zweites Kind und der ist ohne Fleisch komplett aufgewachsen, für den wir das nie ein Thema. Und im Kindergarten habe ich dann gemerkt, dass er unsere Brezel gegen Würstchen getauscht hat. Und der hat mit 3 Jahren dann irgendwo drauf bestanden, er möchte jetzt Würstchen essen. Und da war ich natürlich noch nie Fleisch in meinem Leben gekauft, bin im Supermarkt irgendwo und dann erstmal bin ich zum Metzger halt und habe dann immer nachgefragt, woher kommt das Fleisch, was ist das von Tier und so und wollte möglichst hochwertiges Fleisch. Und er hat dann immer einmal pro Woche hat er sein Würstchen bekommen, über ungefähr so 1 Jahr oder so. Und danach hat es aufgehört und er hat nie wieder Fleisch essen wollen. Also ich habe denen immer die Entscheidung überlassen, aber ich hätte nie von mir aus irgendwo gesagt, die sollen oder sollen nicht Fleisch essen. Ich habe ihnen natürlich von klein auf erklärt, was das ist. Hatte gehofft, damit die irgendwie, also den Kleinen vom Fleisch wegzuhalten. Dem war das aber in einem Alter von 3 bis 4 total wurscht, ob das Tiere sind oder nicht. Es schmeckt gut und er will es essen. Also es hat mich erstmal an eine Grenze gebracht, aber ich habe viel dadurch gelernt, ihm auch seinen Willen und das eben zu lassen. Und ich hatte das Gefühl, als ob er das irgendwie braucht in dem Moment halt. Auch wenn es für mich rein medizinisch keinen Sinn macht, warum man Fleisch braucht halt. Aber jeder Mensch ist energetisch ja anders. Mit dem Veganen war im Grunde genommen erst durch eine Milchunverträglichkeit von meinem kleinen Sohn, dass ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe. Also ich habe wirklich, vielleicht ist man auch blöd durch die Gesellschaft, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, woher Milch kommt und was das für eine Sauerei eigentlich ist. Oder? Und was wir da den Tieren antun, dass dann einfach die Kälbchen 2 Wochen lang weinen noch und die Mütter irgendwo, dass das irgendwo energetisch eine Riesensauerei ist, was Menschen da den Kühen antun. Und ab dem Moment natürlich, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, wollte ich natürlich keine Milchprodukte mehr. Meine Kinder essen Eier, die lieben Eier und werden, glaube ich, auch nie darauf verzichten.
Ich finde, also das ist eklig, ich esse keine Eier, aber ich, wenn wir backen oder ähnliches oder wenn wir unterwegs sind draußen, kriege ich hier jetzt auf dem Dorf auch kaum veganes Essen und da esse ich auch vegetarisch ohne vegan. Also ich bin niemand, der sagt nur das oder nur das. Und meine Kinder lehren mich da auch immer irgendwo, dass es sich verändert und dass es auch gut ist, wenn man auf sein Gefühl hört. Also die haben Phasen, wo sie dann sagen, ich möchte jetzt unbedingt mal das probieren und dann wiederum ist es wieder wochenweise gar nicht. Also bei uns gibt es keine Milch in dem Sinne so, aber es gibt immer mal wieder, wenn die Kinder es wünschen, auch Milchprodukte irgendwo zu Hause oder so. Ja. Weil es einfach manches noch schwierig ist, finde ich, vom Geschmack her. Es gibt gute andere Produkte, also Milchersatzprodukte oder jetzt, also ich finde, das sind die richtigen Milch irgendwie und nicht die Kuhmilch sozusagen. Gibt es tolle Sachen bei Käse und Ähnlichem, finde ich es teilweise immer noch schwierig. Und ja, da lasse ich denen Geschmackssache das so möchten halt. Ja, das ist dann auch Geschmackssache. Also wenn du mal ungewöhnt bist, auch richtig, finde ich, dann schmecken die anderen Sachen auch anders und schmeckt das andere schon, also für mich teilweise zu sehr nach Tier. Also wir machen es auch so, ganz kurz, dass wir zu Hause vegan sind, aber wenn eben mein Großer auch mal einen normalen Käse will, dann wird er auch mal gekauft. Aber eben mir ist wichtig, dass auch hier, also ich tue das dann aus Respekt meinem Sohn gegenüber, so wie du sagst, damit er das auch selber entscheiden darf, aber auch ich lehre ihn auch, dass wir das aus Respekt dem Tier gegenüber dann auch tun. Ja? Also, dass wir den Käse dann auch bewusst essen und nicht so als Massenware behandeln. Und ich denke, damit ist auch ganz viel Bewusstsein geschaffen. Und ich weiß nicht, ob dein Sohn dir wirklich zeigen wollte, ich brauche Fleisch oder ob es um die Würstchen ging. Ich habe nämlich eine ziemlich ähnliche Erfahrung gemacht. Also mit unserem Veggie-Vesper, das wir da immer mitgegeben haben, dachten wir, ist alles super, war immer alles leer. Und irgendwann kam die Kindergärtnerin auf mich zu und hat gemeint, ja, also der will immer tauschen, der will immer die Würstchen von den anderen. Und dann dachte ich, oh nein, das geht ja gar nicht, der Arme. Und habe ihm dann eben diese Ersatzwürstchen gekauft. Also es ging ihm mehr um das Würstchen, um die, dass er auch so ein Würstchen in der Hand hat. Ich hatte eher das Gefühl, als ob es irgendwas Energetisches ist, halt, wo wir jetzt wirklich so Phasen waren. Hätte man bestimmt auch anders irgendwie vielleicht mit Soja, anderen oder irgendwelchen Hülsenfrüchten vielleicht auffangen können oder so. Aber ich bin jetzt halt auch niemand, der wirklich gut und gerne kocht und so. Und das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig manchmal. Mein Mann kocht ab und zu sehr gut, vegan auch, aber ich bin sehr bequem und sehr, es muss schnell gehen und praktisch sein und Dann ist es halt mal so. Ja. Und was ich auch wichtig fand, war zum einen meine Kinder aufzuklären, was das ist, ohne aber Horrorgeschichten zu wälzen, aber auch die Wahrheit, weil Kinder spüren, was wahr ist und was nicht. Also, dass sie einfach wissen, das ist totes Tier. Ja, was man da isst. Und das, da haben die gleich gesagt, nee, also totes Tier will ich nicht essen. Und das Interessante war so, wenn die jetzt irgendwo eingeladen sind, auf einen Geburtstag oder so, ja, viele Mütter fragen ja dann, essen die alles und dann kannst du auch noch die Veggie-Würstchen mitbringen oder so. Oder die kaufen es selber ein. Manche aber denken da gar nicht dran und wir dann vielleicht auch nicht. Und dann gibt es eben nur das. Und da habe ich eben auch gesagt, hey, wenn ihr da Lust drauf habt, das bringt euch nicht um, dann esst das ruhig mal. Und der Große hat es, glaube ich, ein, zweimal gegessen, der Kleine mal aus Versehen. Aber eigentlich wollen die es gar nicht. Also die essen das inzwischen nicht mehr. Und jetzt habe ich letztes Jahr mitgekriegt, wie der Kleine dann einen größeren Jungen aufgeklärt hat und gesagt hat, aber ja, wir kommen schon zu euch, aber wir bringen dann unsere eigenen Würstchen mit, weil wir essen kein totes Tier. Und der größere Junge hat dann gelacht und gesagt, ja, wir ja auch nicht. Weil er es wusste. Ja, er wusste, was in seinen Würstchen drin ist, aus was die gemacht sind. Und ja, ist schon spannend, wie dann auch die Kinder damit umgehen. Ja, und im Grunde verträgt man es ja auch nicht mehr. Also ich habe dann auch irgendwann mit 13 oder sowas auf einer Grillparty, weil ich dazugehören wollte und cool sein wollte, dann auch mal ein Grillwürstchen gegessen. Und mir war wirklich eine Woche lang, hatte ich solche extremen Magen-Darm-Probleme, dass ich wirklich gesagt habe, was mache ich da, ja? Also ich finde es eklig eigentlich so, ja, und habe es nur gemacht, weil ich dazugehören wollte und ich vertrage es ja eigentlich gar nicht halt. Ja, du hast dann auch gar nicht die Bakterien im Darm und Enzyme und alles, die das dann so
artgerecht verdauen, das geht auch gar nicht. Muss auch nicht sein. Ich hatte eher dann so diese energetischen Probleme, Ängste und Albträume und so, die dann schlagartig weg waren, nachdem ich auch die Milchprodukte weggelassen habe. Also Verlustängste oder wenn Eltern Angst haben, dass ihren Kindern was passieren könnte, dass die Kinder wegkommen könnten, das kann aus den Milchprodukten herauskommen. Ja, eigentlich logisch. Energetisch ist ja genau das, was da drin gespeichert ist. Ne? Genau, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass es eben nicht mit Tilki wegzuzaubern war und ich dann gesagt habe, hey, lass doch mal 4 Wochen oder auch gerne 8 oder 12 Wochen die Milchprodukte konsequent weg und gucke, ob sich da was verändert, und das war dann die Lösung. Super, super Ansatz nochmal halt, ja, weil ich kenne auch einige Leute, die wirklich extreme Verlustängste haben, ohne dass sie irgendwie ein Trauma erlebt haben und gerade auf die Kinder bezogen. Und super Ansatz nochmal. Ja. Also ich weiß von denen, dass die viel Fleisch und viel Milchprodukte zu sich nehmen. Natürlich eigentlich logisch, aber auf diese Zusammenhänge kommt man manchmal selbst nicht. Ja, muss man ein bisschen hinter die Kulissen einfach blicken, und das ist immer sehr schön. Auch Nina, wir könnten stundenlang weiterreden, aber ich glaube, es ist rund. Ja, ich finde auch, das Thema ist natürlich endlos, ja. Und ich finde es immer schön, wenn dann auch irgendwelche Fragen uns noch gestellt werden dazu. Und wenn wir vielleicht nochmal gucken, geht man jetzt nur nochmal speziell auf die Kinder ein oder nur mal, also wir haben jetzt ganz viele Themen doch wieder angerissen, halt, ja? Aber sie gehören ja irgendwie alle energetisch auch zusammen. Und es macht so viel das eine dann mit dem anderen wieder mit uns. Und wir haben ja auch so viel schon selber irgendwo verändert und durchlebt irgendwo, was dann auch schwer ist, finde ich, wo man, also ein Thema dann komplett auszusparen, macht dann auch keinen Sinn. Genau, ja, es fließt einfach, und da dürfen wir uns auch so treiben lassen. Aber ihr zu Hause, ihr dürft euch uns wirklich jetzt auch mal schreiben in die Kommentare rein oder auch per E-Mail an Nina oder mich, wie euch diese Videos gefallen, und natürlich auch, was interessiert euch noch? Habt ihr Lust drauf, dass wir da noch was vertiefen, dass wir in das Thema Kinder, Schule noch mehr reingehen oder in das Thema Spiritualität noch mehr reingehen oder in das Thema Schutz, Tod, Schicksal? Da hatten wir ja vorhin auch ein paar Vorgespräche, die sehr interessant waren, ja. Warum haben gerade so viele Menschen auch Angst vor dem Tod, laufen mit dem Mundschutz rum und mit ängstlichen Gesichtern und warten auf die Impfung? Was steckt denn da eigentlich dahinter? Das wären wirklich auch mal schöne Themen, finde ich. Aber natürlich stimmen wir das gerne auf eure Bedürfnisse ab. Und treffen uns bald wieder, Nina, oder? Auf jeden Fall machen wir. Sehr schön. Vielen lieben Dank dir. Auch für die Moderation und für das Leiten des Gesprächs immer. Es ist sehr schön, bei dir zu Besuch zu sein. Ja, ich finde es auch immer schön, wenn du dabei bist. Vielen, vielen Dank und eine gute Zeit an dich, Nina, und euch zu Hause. Von mir auch alles Gute. Tschüss. Tschüss.